Das hat mir natürlich schon gut gefallen mit den glorreichen Sieben, denn die haben sich am Ende ja durchgesetzt. Allerdings muss man einschränkend sagen, es haben nur drei überlebt von den Sieben. Und insofern hoffe ich, dass die Quote im nächsten Jahr dann etwas besser ist. Jedenfalls ist die Quote der FDP im neuen Jahr, im Jahr 2015, nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, einen hervorragenden Jahresauftakt gehabt mit dem Parteitag, mit der Kundgebung, mit der neu aufgestellten FDP, die das Jahr 2014 zur Aufarbeitung von Fehlern der Vergangenheit genutzt hat und auch dazu genutzt hat, jetzt wieder neue Kraft zu tanken, in neuer personeller, in neuer inhaltlicher Aufstellung das Jahr 2015 anzugehen. Die Wahl in Hamburg war ein großer Erfolg. Die Wahl in Hamburg bedeutet aber natürlich noch nicht, dass wir jetzt alle Wahlen gewinnen auf der Strecke. Und es bedeutet auch noch nicht, dass wir sicher im Jahr 2017 wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Aber die Wahl in Hamburg straft alle Lügen, die im Jahr 2014 immer behauptet haben, die FDP sei eine untergehende Partei. Die FDP werde sowieso nirgends mehr die 5% meistern. Und die Sache der FDP sei vollkommen verloren. Das, liebe Freunde, hat Hamburg bewiesen, ist nicht der Fall, sondern diese Partei lebt mit ihren Inhalten, diese Partei lebt mit den Menschen, die für die FDP Politik machen. Und mit diesem Rückenwind werden wir auch im Jahr 2016 bei der Landtagswahl Erfolg haben. Es gibt viele Menschen, die diese Inhalte der FDP für richtig halten, die sie bitter vermissen auf der Bundesebene. Eine Partei, die für ein ganzheitliches, freiheitliches Menschenbild steht. Freie Demokraten, die zwar dem Staat seine notwendigen Aufgaben zuweisen und ihm auch die Kraft geben wollen, diese Aufgaben durchzuführen. Und eine Partei, die dem Markt mehr vertraut als der Staatswirtschaft. Diese Partei fehlt bitter im Deutschen Bundestag. Dafür steht die FDP. Und es gibt mehr, deutlich mehr als 5% der Wählerinnen und Wähler, die sich für eine solche Idee begeistern. Und die werden wir auch wieder von der Freien Demokratischen Partei überzeugen. Und noch etwas weiteres ist wichtig, lieber Michael. Ich glaube, das haben wir im Landesverband Baden-Württemberg in den letzten anderthalb Jahren auch deutlich gemacht. Und es war vielleicht auch ein bisschen ein Vorbild für Hamburg. Dass es nämlich notwendig ist, dass wir anders als manchmal in der Vergangenheit zusammenstehen. Dass das Mannschaftsspiel notwendig ist. Dass es nicht darum gehen kann, dass ein einzelner Landesverband Erfolg hat und andere neiden es ihm. Ich war wirklich stolz auf viele Parteifreundinnen und Parteifreunde, die aus Baden-Württemberg nach Hamburg gefahren sind, um sich am Wahlkampf zu beteiligen. Und auch, dass klar wurde, da ist kein Landesverband unterwegs, der sich gegen die Bundespartei profiliert, sondern da wird Mannschaftsspiel, mannschaftsdienliches Spiel innerhalb der FDP praktiziert. Das war in der Vergangenheit, das müssen wir selbstkritisch sagen, nicht immer der Fall. Und ich bin dir sehr dankbar, lieber Michael, dass wir das im Landesverband seit dem Parteitag, der die Entscheidung getroffen hat, der Landesverband möchte gerne eine Doppelspitze mit großem gegenseitigem Vertrauen und großer gegenseitiger Verlässlichkeit hinbekommen haben. Und deshalb sage ich auch an dieser Stelle, lieber Michael, du bist der richtige Landesvorsitzende für unsere FDP in Baden-Württemberg und ich werde alles dafür tun, dass du das auch in der Zukunft bleibst. Und Hamburg hat auch gezeigt, dass in der FDP hervorragend qualifizierte Frauen eine wirklich exzellente Rolle spielen können. Und wenn eine solche Frau wie Katja Suding dann auch noch gut aussieht, dann haben wir auch nichts dagegen. Und selbst wenn alle möglichen Grünen aus der Region uns das vielleicht neiden, meine Damen und Herren.
Was ist denn das für ein Frauenbild, das die baden-württembergischen Grünen haben, wenn da ein führendes Mitglied dieser baden-württembergischen Grünen auf Landesebene erklärt, es gehe um so wörtlich Beine und Titten? Schon mal diese frauenverachtende Sprache ist bemerkenswert. Und es ist noch bemerkenswerter, meine Damen und Herren, dass dieser Herr, das war ja zu lesen, dann seinen Rücktritt anbietet und die Grünen auf Landesebene sagen, nein, bleib, wir lassen dich nicht gehen. Ja, offensichtlich ist dieses frauenverachtende Bild in der Grünen Partei mehrheitsfähig. Offensichtlich will man so jemanden, der so etwas vertritt, in der Grünen Landespartei haben. Nein, meine Damen und Herren, sowas hat in einer liberalen Partei nichts verloren. Lieber Michael, wenn jemand aus unserem Landesvorstand sich so äußern würde, dann würden wir mit Schimpf und Schande aus diesem Landesvorstand hinausjagen. Und zwar zu Recht, meine Damen und Herren. Nein, wir haben in aller Ruhe die FDP wieder neu aufgestellt im Jahr 2014. Inhaltlich auf Landes- und auf Bundesebene. Und ich bin auch einigermaßen stolz, und das sage ich auch, Michael, in Richtung Europa, dass wir allen Versuchungen nicht erlegen sind, die da an uns herangetragen worden sind. Äußert euch gegen den Euro. Äußert euch euroskeptisch. Äußert euch gegen den Islam. Äußert euch gegen Ausländer. Alles das, was kurzfristig populär ist und was vielleicht manchen Parteien kurzfristig Stimmen und Stimmungen bringt. Nein, meine Damen und Herren, Liberale erliegen nicht dem Populismus. Liberale rennen nicht irgendwelchen populistischen Stimmungen hinterher, sondern Liberale stehen für ihre Überzeugungen ein, auch wenn sie vorübergehend einmal nicht in Konjunktur sind, meine Damen und Herren. Oder, um es mit unserem Altvorderen Reinhold Mayer zu sagen, wer dem Wähler hinterherläuft, der sieht nur dessen Hinterteil. So ist es und so muss es auch sein, meine Damen und Herren. Wir haben in Berlin erlebt, was die Bundespolitik nun seit dem Regierungswechsel in Berlin oder nennen wir es einen Koalitionswechsel, auf den Weg gebracht hat. Viele Versprechungen, vieles wird verteilt, Mütterrente, Rente mit 63, über den Mindestlohn hast du schon gesprochen, lieber Michael, mich hat es ja sehr gefreut, dass mein Kollege Schmiedl, er ist natürlich auch gegenüber dem gastronomischen Gewerbe sehr viel affiner als viele in seiner Fraktion, nun erklärt hat, dass mit der Mindestlohn für das Hotel- und Gaststättengewerbe, das sei nichts. Hätte ich mir gewünscht, dass es eher ankommt bei den Damen und Herren in Berlin und dass man, nachdem man 6 Wochen, nachdem ein solches Gesetz im Bundesgesetzblatt steht und angewendet wird, dann schon wieder darüber nachdenkt, an welchen Stellen muss man es ändern. Das zeigt doch schon, meine Damen und Herren, was das Ganze für ein Unfug ist und dass die FDP als einzige Partei immer richtig gelegen hat, als sie sagte, wir brauchen keinen allgemeinen flächendeckenden Mindestlohn für ganz Deutschland, für alle Regionen, für alle Branchen, das vernichtet Arbeitsplätze und ist ein hochbürokratischer Unfug. Jetzt erleben es die anderen Parteien auch, aber leider auf dem Rücken von Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk, meine Damen und Herren. Das ist das Bedauerliche. Die schwarz-gelbe Ehe auf Berliner Ebene ist gescheitert. Das können wir gar nicht bestreiten. Da hat sich ein Satz von Kurt Tucholsky bewahrheitet. Kurt Tucholsky hat nämlich einmal gesagt, heirate nie, denn in der Ehe ist immer einer der Dumme. Das war in dem Fall die FDP. Allerdings geht der Satz von Tucholsky noch weiter. Er sagt, einzige Ausnahme, wenn 2 Dumme heiraten, das geht vielleicht gut und deshalb funktioniert die Große Koalition, meine Damen und Herren.
Und da braucht sich Herr Schäuble auch nicht zu feiern für eine schwarze Null. Denn diese schwarze Null, die jetzt im Jahr 2014 im Bundeshaushalt steht, diese schwarze Null ist keine Kunst. Wir leben in Zeiten, in denen es einen Rekord nach dem anderen bei Steuereinnahmen gibt. Wir leben in Zeiten, wo die Finanzminister praktisch überhaupt keine Zinsbelastung mehr haben. Ja, wann, wenn nicht jetzt, kann man Schulden tilgen, meine Damen und Herren. Und da braucht sich Herr Schäuble nicht dafür zu feiern, dass er eine schwarze Null im Haushalt hat. Allerdings, in der Politik lebt man ja immer gern aus Vergleichen heraus. Und wenn man ihn mit dem sozialdemokratischen Finanzminister des Landes Baden-Württemberg, Nils Schmidt, vergleicht, ist er tatsächlich erfolgreich. Denn Nils Schmidt wird jetzt das zweite Jahr hintereinander vermutlich deutscher Schuldenvizemeister. Das ist bemerkenswert, nicht? Im letzten Jahr, da hat Herr Schäuble festgestellt, von den 16 Bundesländern in Deutschland ist Baden-Württemberg, was die Haushaltssolidität anlangt, auf dem letzten Platz, ne, VfB Stuttgart im Moment, auf dem letzten Platz von 16 Bundesländern. Und dann ging es etwa 4 Wochen, dann hat Nils Schmidt freudestrahlend den Landtag betreten und hat gesagt, Freunde, es ist etwas außerordentlich Erfreuliches passiert. Nordrhein-Westfalen hat Schulden nachgemeldet. Wir sind nur noch die Zweitschlechtesten, meine Damen und Herren. Das feiert der allen Ernstes. Und Ende 2014 kam dann wieder der blaue Brief von Schäuble. Da stand dann wieder drin, Baden-Württemberg letzter. Da hat Nils Schmidt noch schneller reagiert. Er hat dann sofort eine Pressemitteilung verschickt, wo drin stand, Zahlen nur vorläufig. Wir sind guter Hoffnung, auch aktuell wieder nur Vorletzter zu werden, meine Damen und Herren. So wird Haushaltspolitik in Baden-Württemberg betrieben. Und diese Haushaltspolitik, die ist nicht mal ehrlich, sondern er behauptet, er habe mittlerweile über 1 Milliarde Euro strukturell eingespart im Landeshaushalt von Baden-Württemberg. Und da werden Dinge als Einsparungen verkauft. Da schlackert man nur mit den Ohren. Beispielsweise 340 Millionen Euro, die man den Kommunen wegnimmt, mit einem Griff in den kommunalen Finanzausgleich. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, will ich gar nicht bestreiten. Aber wir haben nicht behauptet, es seien Einsparungen. Oder 120 Millionen, die man als Ausschüttung bekommt, jedes Jahr von der Landesbank Baden-Württemberg. Haben wir in der Vergangenheit auch bekommen, haben aber nie behauptet, es seien Einsparungen. Und so geht es weiter. Ein Buchungstrick nach dem anderen. Und da wird der Bevölkerung erzählt, Grün-Rot mache einen soliden Haushalt. Nein, meine Damen und Herren, damit konnte man vielleicht die Bevölkerung über 2, 3 Jahre hinweg täuschen. Jetzt mittlerweile, so langsam kommt es an, im Sinne jenes russischen Sprichwortes, das da heißt, mit der Lüge kommt man durch die ganze Welt, aber nicht mehr zurück. Und so geht es Grün-Rot, meine Damen und Herren. Nun gibt es auch noch einen grünen Koalitionspartner und der steht ja etwas besser da. Nicht? Da wird dann immer erzählt, ja, der Ministerpräsident Kretschmann, der sei doch beliebt im Land Baden-Württemberg und der tut schon nichts. Nicht so wie so ein etwas älterer Hund, der tut nichts, ne? Wenn man jemandem im Wald begegnet. Das Problem ist allerdings, er ist ja nicht alleine. Er ist ja nicht alleine. Sondern Sie kennen vielleicht diese berühmte Novelle von Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So ähnlich ist es bei den Grünen in Baden-Württemberg, nicht? Die haben nämlich 2 Winfrieds. Winfried Kretschmann, das ist so tagsüber der Dr. Jekyll. Und wenn es dann Abend wird, dann verwandelt er sich in Mr. Hyde, nämlich Winfried Herrmann. Und er macht dann die eigentliche Politik in Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Der Michael Theurer hat ja das eine schon angesprochen. Die Veränderung der Landesbauordnung. Also bauen Sie nie mehr in Baden-Württemberg. Nicht? Da kommt nämlich Herr Herrmann und zwingt Sie, das Dach zu begrünen, Efeu an die Wände,
überdachte Fahrradstellplätze etc. Also mittlerweile ist es in Baden-Württemberg so weit, wir haben da so eine Art Scharia für Bauherren. Das ist das, was Winfried Herrmann in Baden-Württemberg angerichtet hat. Und die andere Geschichte mit der Fortbewegung ist ja auch bekannt. Nicht? Fahrradwege sind wichtiger als Straßen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, im Landeshaushalt steht mehr als die Hälfte so viel wie für den Straßenbau für Fahrradwege zur Verfügung. Winfried Herrmann war auch kürzlich in der Schweiz, um sich über Langsamverkehr zu informieren. Unter Langsamverkehr meint er Radfahren. Aber wenn man anschaut, wie er mit den Straßen umgeht oder mit dem Bau von Bahnhöfen, dann ist klar, unter Langsamverkehr, das ist für Winfried Herrmann so eine Art übergreifendes Infrastrukturprojekt. Sie wissen vielleicht aus der Geschichte, als diese berühmte erste Bahnstrecke Nürnberg-Fürth gebaut wurde, damals in den 1830er Jahren, da gab es viele, die haben gewarnt. Die haben gesagt, das funktioniert nicht mit der Eisenbahn. Die fährt nämlich mindestens 30 Stundenkilometer und der menschliche Organismus sei für solche Geschwindigkeiten nicht gemacht. Also oberhalb von 30 Stundenkilometern werde man verrückt. Ich will den Menschen, den Zeitgenossen im 19. Jahrhundert das nicht vorwerfen, aber Winfried Herrmann glaubt es bis zum heutigen Tag. Nicht? Und so macht er Verkehrspolitik. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen etwas für die Infrastruktur tun, für den Ausbau der Straßen und auch für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir auch den Vorschlag gemacht, 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen für diesen Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Und wir haben auch gesagt, wie wir es finanzieren wollen, nämlich aus den Mitteln der Landesstiftung. Da werfen uns jetzt manche vor, die FDP will das Tafelsilber verkaufen oder verscheuern. Na, meine Damen und Herren, also da muss man sich mal den Ursprung dieser Milliarde anschauen. Es sind ja 2,4 Milliarden noch in der Landesstiftung übrig. Der Ursprung, das sind 25% der Anteile der EMBW, die Erwin Teufel vor etwa 15 Jahren verkauft hat. Da kommen die 2,4 Milliarden her. Mittlerweile hat Stefan Mappus aber wieder 50%, nicht 25, sondern 50% fast zurückgekauft. Also da kann mir keiner erzählen, dass der Verkaufserlös von Erwin Teufel das Tafelsilber sei. Nein, meine Damen und Herren, es ist notwendig, jetzt zu investieren. Nicht für konsumtive Ausgaben, wie das Grün-Rot immer macht, sondern für investive Ausgaben, für die Verkehrsinfrastruktur, das ist Wirtschaftsförderung und vor allem auch für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, denn Baden-Württemberg braucht schnelles Internet für die Bürger und für die Wirtschaft. Das ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, meine Damen und Herren. Und genau das geschieht nicht. Der Ministerpräsident reist durchs Land und erklärt immer, Industrie 4.0, das sei sein Thema. Ja, wenn Industrie 4.0 sein Thema ist, dann kann es nicht darum gehen, dass man dann bestimmte Unternehmen subventioniert, die dort unterwegs sind. Die Unternehmer wissen besser, was da zu machen ist. Und der Markt regelt es schon, meine Damen und Herren. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist, die braucht keine staatliche Unterstützung. Als Gutenberg die Druckerpresse erfunden hat, braucht er keine Subventionen. Und als James Watt die Dampfmaschine erfunden hat, hat er auch keine Subventionen gebraucht. Das hat der Markt schon selber geregelt. Und deshalb brauchen wir jetzt heute auch keine Subventionen für die Industrie 4.0, so wie Herr Kretschmann sich das vorstellt, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen gestalten und in den Breitbandausbau investieren. Und was macht das Land Baden-Württemberg? Trotz überbordender Schulden und trotz Haushalten, die immer mehr ausgeweitet werden. Im Landeshaushalt stehen 34 Millionen für die Industrie 4.0, das heißt für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Und im bayerischen Staatshaushalt steht 1 Milliarde. Und die Bayern machen nicht wie Baden-Württemberg 800 Millionen neue Schulden im Jahr 2015, sondern sie tilgen
eine Milliarde. Das ist der Unterschied zwischen einer vernünftigen Politik und dem, was Grün-Rot in Baden-Württemberg abliefert, meine Damen und Herren. Jetzt will ich Bayern aber nicht zu sehr loben, denn da gibt es ja Herrn Seehofer. Herrn Seehofer sollte man nie widersprechen, denn er macht das am nächsten Tag selber. Und wenn man sich anschaut, welche Antworten Herr Seehofer auf die Energiewende findet, dann ist es schon sehr bemerkenswert. In Berlin erklärt er, wir brauchen den Leitungsausbau, damit der Strom, der dann in Offshore-Windparks beispielsweise produziert wird, in den industrialisierten Süden geleitet werden kann. Macht Sinn, finde ich, wenn man die Energiewende will. Nur sagt der Seehofer dann, aber bitteschön, keine Leitungen, die über königlich bayerisches Gebiet geführt werden. Aber so wird die Energiewende niemals funktionieren. Das ist das Florians-Prinzip. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Und das, was wir in Baden-Württemberg machen, das funktioniert auch nicht. Wenn nämlich der Energiewendeminister Untersteller von den Grünen 1200 Windräder ankündigt und liefert dann 40. Das ist im Moment die Situation. Ja, ich habe es öfter schon gesagt. Die Grünen haben immer Erwin Teufel gegeißelt. Die haben immer erklärt, der Erwin Teufel bekämpft jedes Windrad persönlich. Und wenn wir an die Regierung kommen, dann beginnt der Windboom. Ja, was haben wir festgestellt? Erwin Teufel hat 400 Windräder gebaut, Franz Untersteller 40. Im Vergleich zu den Grünen ist Erwin Teufel der Pionier der Windkraft in Baden-Württemberg. Das muss man sich mal vorstellen. Und was diese Landesregierung auf dem Gebiet der Bildungspolitik, dem vielleicht wichtigsten Feld der Landespolitik macht, da spottet wirklich jeder Beschreibung. Wir haben, und das ist wirklich bemerkenswert, weil ja die meisten Lehrergewerkschaften jetzt nicht primär FDP-orientiert sind, eine Situation, wenn Sie irgendwo an eine Schule kommen, dann sagt Ihnen jeder, die Stimmung war noch nie so schlecht wie heute. Und das unter einer grün-roten Landesregierung und das unter einer Regierung, deren tragende Parteien immer erklärt haben, Bildung ist für sie das Top-Thema und sie sind auch diejenigen, die die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer vertreten. Faktum aber ist, sie haben ein Chaos geschaffen. Sie haben eine Gemeinschaftsschule eingeführt, ohne Lehrerfortbildung, ohne Lehrplan, ohne regionale Schulentwicklung. Sie versuchen mit dem goldenen Zügel überall in den Regionen dieses Landes diese Gemeinschaftsschule zu erzwingen. Sie haben einige Ideologen, die Ihnen vorbeten, diese Gemeinschaftsschule kann nur gelingen, wenn die natürlichen Feinde der Gemeinschaftsschule vernichtet werden. Und die natürlichen Feinde der Gemeinschaftsschule sind das Gymnasium und die Realschule. Ist ja im Grunde auch logisch, denn die Philosophie der Gemeinschaftsschule heißt, es müssen alle, insbesondere auch die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler, auf der Gemeinschaftsschule die Leistungsschwächeren mitziehen. Und wenn nun die Leistungsstärkeren diese Gemeinschaftsschule gar nicht besuchen, weil die Kinder und vor allem auch deren Eltern der Gemeinschaftsschule und vor allem dieser Regierung nicht trauen, dann funktioniert das Ganze nicht. Und deshalb ist es unabdingbar notwendig, diese Schultypen zu vernichten. Und daran arbeitet diese Landesregierung. Da hat man jetzt im letzten Jahr zunächst erklärt, man will eine Perspektive für die Realschule schaffen. Haben sich alle gefreut. Jetzt kommt aber mehr und mehr raus, dass es nicht um eine Perspektive für die Realschule geht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, diese Realschule auf den Gemeinschaftsschulweg, und zwar durch die Hintertür, zu zwingen. Und das, meine Damen und Herren, sage ich sehr deutlich für die FDP. Mit uns wird die Realschule auch in Zukunft eine Perspektive haben. Die Realschule ist Teil unseres wirtschaftlichen Erfolges. Wir wollen auf sie nicht verzichten.
Denn wenn die Realschule fällt, fällt auch die berufliche Bildung. Ich höre überhaupt nichts von beruflicher Bildung. Obama in seiner Rede an die Nation erwähnt die duale Ausbildung in Deutschland. Grün-Rot in Baden-Württemberg will sie kaputt machen. Denn wenn man von einem zweigliedrigen Schulsystem redet, bestehend aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule, und die Gemeinschaftsschule soll dann auch noch eine Oberstufe bekommen, dann heißt es doch, man will alle Schüler zum Abitur führen. Und dann ist für die duale Ausbildung kein Platz mehr. Und das ist schlecht für unsere Wirtschaft und das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Und vor allem braucht auch das Gymnasium seine Perspektive. Da wurde jetzt versucht, dem Gymnasium seinen eigenständigen Lehrplan zu nehmen. Dann gab es Proteste, Kretschmann ist zurückgerudert. Dann wurde versucht, den Einheitslehrer einzuführen. Dann gab es Proteste, Kretschmann ist zurückgerudert. Dann wollte man ein Abschulungsverbot, hat es gegen Proteste nicht durchsetzen können. Dann hat Herr Stoch erklärt im Mannheimer Morgen, er habe vor, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Dann hat er 3 Wochen gewartet, wie die Reaktionen sind. Dann hat er sich vor den Landtag gestellt und erklärt, nie gesagt, der Mannheimer Morgen hat mich falsch zitiert. Das Ganze hat System, meine Damen und Herren. Da wird im Kultusministerium darüber nachgedacht, was kann man tun, um das Gymnasium zu bekämpfen? Was kann man tun, um das Gymnasium zu schwächen? Was kann man tun, um das Gymnasium unattraktiv zu machen? Denn die Zielvorstellung ist klar. Man will die Kinder, die aufs Gymnasium gehen, die Eltern, die ihre Kinder aufs Gymnasium schicken, in die Gemeinschaftsschule zwingen, weil sonst die Ideologie der Gemeinschaftsschule nicht funktioniert. Und deshalb wird mit einer Politik der Nadelstiche gegen das Gymnasium in Baden-Württemberg gekämpft. Bis jetzt nicht sehr erfolgreich, weil die Menschen in Baden-Württemberg auf das Gymnasium nicht verzichten wollen. Das hat im Übrigen auch Ministerpräsident Kretschmann erkannt. Er wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung gefragt, hat wahrscheinlich vergessen, dass sie öffentlich ist, wurde gefragt, ja, Herr Ministerpräsident, warum machen wir nicht gleich eine Schule für alle? Warum denn zweigliedriges Schulsystem bestehend aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule? Und er hat nicht etwa gesagt, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, ein zweigliedriges Schulsystem aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule zu errichten, sondern er hat gesagt, keine Regierung würde es politisch überleben, das Gymnasium abzuschaffen. Da war er ehrlich, meine Damen und Herren. Da hat er auch recht. Und deshalb muss diese Regierung auch weg, damit das Gymnasium überleben kann, meine Damen und Herren. Sie sehen, es bleibt viel zu tun, auch im Jahr 2015. 2015 ist noch nicht das Wahljahr, aber 2015 ist das Jahr, indem wir die Landtagswahl vorbereiten, indem wir uns aufstellen. Und zwar genauso ruhig, genauso bedächtig, genauso seriös, wie das im Jahr 2014 angefangen hat. Und dann bin ich sicher, werden wir gemeinsam auch einen erfolgreichen Landtagswahlkampf im Jahr 2016 absolvieren. Und dann werden wir, lieber Michael, gemeinsam die FDP nicht nur wieder in den Landtag von Baden-Württemberg führen, sondern auch in die Regierungsverantwortung. Dieses Land, Baden-Württemberg, braucht die FDP. Es braucht die FDP, damit es in Baden-Württemberg einen Regierungswechsel geben kann. Und es braucht die FDP, weil die FDP für die richtigen Inhalte in diesem Land steht. Und ich freue mich, liebe Freunde, mit Ihnen gemeinsam diesen Wahlkampf zu gestalten und mit Ihnen gemeinsam 2016 in Baden-Württemberg mindestens den Erfolg zu haben, den Hamburg vor wenigen Tagen vorgelegt hat. Herzlichen Dank.